Rehhagel Lokowski und der Torwart Sievers. Zum Pokalfinale treffen sich die Elfmeterhelden der Halbfinals. Uwe Kamps, der Gladbacher, ein Ohrenzeuge. Sievers hält wieder einen Elfer. Hannover im torlosen Finale jetzt im Vorteil. Und zwischendurch auch noch ein nettes Wort für den Schiedsrichter. Dann hält auch Kamps seinen ersten Elfer. Spätestens jetzt ist das Endspiel zu einem Zweikampf der Torhüter geworden. Kamps kann schon lange nicht mehr hinsehen. So hört er nur, wie Sievers noch einen Elfer hält. Kamps sucht Zuflucht im Selbstgespräch. Alles hängt von ihm ab. Hannover 96, der erste Zweitliga-Club, der den DFB-Pokal gewinnt. Ja, es war natürlich unnormal, sage ich mal, insgesamt gesehen. Und es ist auch irgendwo viel auf einen eingestürzt. Denn wenn man ja, Pokalsieger wird und auch vielleicht ein kleines bisschen dazu zutut, dann ist es sicherlich so, dass man gerade auch in den Medien sehr gefragt ist plötzlich. Man steht plötzlich im Rampenlicht. Und das ist sicherlich etwas, was man nicht gewohnt ist und von daher muss man auch erst lernen, damit umzugehen. Ja, das ist sicherlich etwas, was man gar nicht beschreiben kann, wenn es soweit ist. Gerade wenn man es überhaupt nicht erwartet. Ich sag mal, wenn Bayern München deutscher Meister wird, werden die sich sicherlich nicht so freuen, wie wir das getan haben. Und also ich kann es wirklich nur jedem mal empfehlen, sowas mitzumachen.